Reklamefilm, das hat man früher gesagt, heute sagt man Werbespot oder Werbefilm. Und das war sehr despektierlich. Bestandene Filmer haben sich geweigert, Reklamefilm zu machen. Gut, ja, also die Filme früher hatten so fast ein bisschen Ständerträger gehabt. Es hat erstens mal, Deutschland war quasi das Vorbild gewesen, es ist immer so ein bisschen die Achtung, jetzt super und klasse und so. Es hat immer so ein bisschen etwas Doktrinäres gehabt. Ich habe immer lange Zeit gesagt, es hätte so ein Mittel gegeben von Film. Der Vater hat gesagt, es ist günstig. Die Mutter hat gesagt, es ist schnell gekocht. Die Tochter hat gesagt, es macht nicht dick. Und am Schluss war der Kleine 5-jährig und hat gesagt, und es ist gut. So, das war so ein bisschen Schema F gewesen. Aber ich muss sagen, das hat sich dann doch in den Jahren gewaltig geändert und ich glaube, heute gilt, was eigentlich damals schon gut hätte, eine gute Idee ist eigentlich entscheidend für einen guten Werbefilm.